Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, der Akku hält durch. Ich habe nämlich vergessen, die Kamera aufzuladen. Wir haben jetzt 4.44 Uhr. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zum Flughafen mit meiner Freundin zusammen. Und ja, dann geht's los ab nach Schweden. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Aufnahmen aus dem Flugzeug an sich machen, weil der Akku sieht nicht gut aus. Wünscht mir Glück, Boys. Ich bin jetzt im Hotel, wo ich ein Zimmer habe. Und ich bin nicht zufrieden, Alter. Wir fangen mal an beim Bad, okay? Erstmal lässt sich die Badetür nicht zumachen. Zweitens ist das Klo nicht für Dicke. Es ist ein schmal zusammenlaufendes Klo. Dann haben wir eine offene Dusche. Und übelste Verkalkungen. Zudem ist der Spiegel dreckig. Zudem ist hier oben Rost. Und das Bad mieft. Ja? Es war das erste, was ich gesehen habe, als ich reinkam, weil ich auf Toilette musste. Dann, meine Freunde, habe ich ein Hochbett. Ich bin 2 Meter. Ich passe da nicht drauf. Ich bin hoch wie das Bett selbst. Ja, dann wackelt diese Scheiße, als würde es, keine Ahnung, was gleich zusammenbrechen, ja? Ich kann hier nochmal Lichter machen. Die Lampe ist geil. Ja, meine Freunde, ich habe einen Kühlschrank hier, aber ich werde nicht in diesem Bett schlafen. Ich glaube, ich werde einfach auf den Boden pennen, ja. Das Schlimmste daran, ja, ich war gerade schon mal oben, ich werde da jetzt nicht nochmal hochsteigen, ist, die Matratze ist dreckig. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da sind Flecken drauf, ja. Dann sind oben an der Decke noch Flecken. Wie? Wie kommen an eine Decke Flecken, ja? Ich bin jetzt 11 Stunden lang unterwegs gewesen. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden, bin gerade angekommen. Wir haben jetzt, lass mich kurz gucken, wir haben 15.53 Uhr. Ja, das heißt, ich bin gut 11,5 Stunden unterwegs gewesen, war heilfroh, hier endlich anzukommen. Es war niemand da, der mich begrüßt hat, obwohl ich gesagt habe, dass ich um 15 Uhr hier mit dem Bus bin und dann irgendwann später hier bin. Ich habe ewig lange gebraucht, den Code rauszufinden, wie ich hier reinkomme. Ja. Alter. Alter. Wie soll ich hier Schlaf kriegen? Ja? Ich spiele morgen die Qualifiers für das Turnier, wo es um $30.000 geht. Und werde auf einem Fußboden schlafen. Props Schweden. Wirklich. Das Gute ist, das zeige ich euch nachher nochmal. Ich habe hier einen Wasserfall. Ich weiß nicht, ob ich den sehen kann. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Ich halte euch mal raus. Ich habe keine Ahnung, ob es drauf ist. Ich bin absolut unzufrieden. Absolut. Airbnb, richtig schlechte Empfehlung. Wirklich. Grausam, Alter. Und ich sehe gerade, dass die Schubladen, die hier sind, auch schmutzig sind. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ja, weil es der Kamera. Aber die sind staubig. Und ich glaube, das soll jetzt keine Übertreibung sein, aber ich glaube, dass in der Decke, also ne, die Zimmerdecke, dass da Viecher drin rumlaufen. Ich höre sie krabbeln. What the fuck? What the fuck? In Deutschland hätte ich für den Preis, den ich hier gezahlt habe, ja, hätten die mir den Arsch sauber geleckt, ja. Aber naja, ich werde das gleich nochmal rausgehen. Gucken, dass ich hier irgendwo was zu essen kriege. Denn im Kühlschrank ist auch nichts drin. Gar nichts. WLAN-Passwort habe ich auch nicht bekommen, obwohl ich viel gezahlt habe. Läuft gut. So, Boss, ich denke, Albtraum ist das, was es echt am ersten beschreibt.
bin jetzt gerade raus. Ist schon ziemlich dunkel hier. Ist erst 15 Uhr und hier ist schon, keine Ahnung, tiefste Nacht. Ich denke nicht, dass ihr es sehen könnt. Ich wollte es euch trotzdem zeigen. Da in etwa. Geht auf jeden Fall so ein Fluss lang, wenn mal morgen die Sonne scheinen sollte. Ja, wobei, wenn ich, keine Ahnung, ich muss halt extrem früh los. Wir müssen um 8 Uhr auf der Dreamhack sein. Und dann, keine Ahnung. Ich hoffe echt, ihr seht überhaupt was. Naja, auf jeden Fall muss ich um 8 Uhr da sein. Und dann sind wir auch erst sehr spät wieder raus, weil ich natürlich auch die anderen Spiele gucken möchte. Keine Ahnung. Ich gehe erst gucken, ob ich hier irgendwo was einkaufen kann. Denn ich habe übelsten Kohldampf. Und ja, ich bin richtig, richtig, richtig heftig enttäuscht, Alter. Wirklich, ich bin richtig heftig enttäuscht, Leute. Shit, ja. Ja, Boys. Wie ihr vielleicht schon seht, bin ich in einem anderen Zimmer. Ja. Ich habe jetzt ewig lange gewartet darauf, dass die Hausbesitzer kommen. Die haben auch viel zu tun, Dreamhack. Und ich habe denen das Zimmer gezeigt, habe denen meine Lage erklärt, auch gesagt, so 2 Meter Mann auf dem Bett geht nicht, ja. Das haben sie eingesehen und jetzt habe ich ein neues Zimmer bekommen. Und zwar ist hier im Bett, ja, wie ihr sehen könnt. Ja, hier werde ich jetzt schlafen. Hier haben wir dann einen Kühlschrank. Hier haben wir einen Fernseher mit einer geilen Couch. Und hier haben wir noch ein Bett, ja. Das heißt, ich könnte auch, wenn ich möchte, da oben pennen. Das ist aber auch eine ganze Ecke stabiler, das wackelt null, das Ding. Da könnte ich sogar drauf pennen, ja. Das andere hat ja gewackelt wie Hulle. Und ja, Boys. Sehr schönes Zimmer jetzt hier. Da hat es sich auf jeden Fall mal gelohnt. Und da seht ihr, ja, wenn euch was Unrecht passiert, macht euch gerade, sprecht mit denjenigen. Kann nur besser werden. Glück gehabt. Was geht? Wir haben jetzt irgendwas mit 6 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden. Bin auch so ein bisschen, ja, kaputt. Die Nacht war hart. Wir waren ewig lang unterwegs gestern. Und dann hat es ja mit dem Zimmer ja auch noch mega die Probleme gegeben. Dann habe ich das neue Zimmer bekommen und jetzt ist halt alles gut so. Ich habe auf jeden Fall gut gepennt. Ich werde jetzt gleich gucken, dass ich irgendwo Wasser kriege, weil ich habe mir gestern Wasser gekauft. Aber auf Schwedisch ist der Unterschied zwischen Kohlensäure und keiner Kohlensäure in einem Buchstaben oder so. Dementsprechend habe ich verkackt und mir Wasser mit Kohlensäure geholt. Das heißt, kein G-Fuel für mich, ja. Aber mir hat der Hausbesitzer gestern noch gesagt, dass ich hier irgendwo im Haus auf Wasser kriege und dann mal gucken. Also mir wurde abgeraten, doch mal das Leitungswasser in Schweden zu trinken. Dann halte ich mich einfach mal. Und ja, in 2 Stunden geht die Dreamhack los. Da werde ich dann auch Grey Fox und alle anderen treffen. Wir haben gestern schon Linden gesehen am Flughafen. Er war noch dabei. Jerk war dabei. Keine Ahnung, wir haben jetzt nicht Hallo gesagt oder sowas. Wir wollten jetzt keine Fanboys. Also die Fanboys wirken. Also sind wir weitergegangen halt. Ich bin übel kaputt noch heute. Ja, Boys. Aber das Zimmer ist chillig. Da habe ich gepennt und ich bin die Nacht fast 2-mal runtergefallen. Ich habe einmal, habe ich da absolut an den scheiß Kühlschrank getreten, Alter. Und ich glaube, ich habe mir meinen Zeh gebrochen. Ich habe wirklich erst gebrochen. Der ist richtig dick geworden, Alter. Aber ja. Das Bett ist halt von der Breite her nicht gut für mich. Und von der Länge her auch nicht. Aber egal. Ja. Ich habe übrigens hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt jetzt. Wir haben hier unten am Fenster direkt haben wir so Dings hängen, so Weihnachtsbeleuchtung. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Ist auf jeden Fall ziemlich geil, wenn man so rausguckt, so ohne Kamera, sieht das mega schön aus. Und die Dächer hier sind auch alle weiß und so, es sieht richtig schön aus. Also vom Schönheitsfaktor ist Schweden auf jeden Fall. Ich werde euch mal so ein paar Fotos hier einblenden, ja. Mittlerweile draußen angekommen, bin ich immer noch auf der Suche nach einem fucking Bäcker. Es gibt hier keinen, hier ist nichts. Guckt euch das an. Da ist niemand. Da ist niemand, hier ist nichts. Ja. In Deutschland
Ist um die Uhrzeit, wir haben jetzt fast 6:30 oder 7 schon. Ist alles auf. Ich glaube, die pennen alle bis 12 hier. Ich zieh nach Schweden, Alter, safe. Das ist Wahnsinn. Ich habe auch Tim schon gefragt, ja, Grüße an dich nochmal, Digga. Hat auch keinen Bäcker gesehen. 1000 Cafés. Aber die haben auch noch zu. Ich werde, beste Dreamhack, verhungern, meine Freunde. Ja? Ich habe auch noch nichts gefunden, wo ich Wasser kaufen könnte oder so. Damit ich mir ein G-Fuel machen kann, weil ich scheiße müde bin. Aber, ja, die nächsten Aufnahmen gibt es dann bei Tageslicht, damit ihr mich auch sehen könnt. Oh, denkt dann nochmal, ne? Probiert den Penis, denn dem ist kalt. Und hier ist scheiße kalt. So, Boys, im Hintergrund seht ihr schon die Dreamhack. Ja, das ist jetzt ein Seiteneingang, glaube ich. Wir sind jetzt hier um 8, glaube ich. Ihr seht die Stange da hinten, da ist noch nicht wirklich was los. Also im Vergleich mit Gamescom ist hier gar nichts. Ich habe zwar einen Eventpass, aber ich glaube, ich komme trotzdem erst um 8 rein. Ich habe keine Ahnung, hier spricht auch keiner Englisch, also kann mir keiner helfen. Ich wollte euch nur mal auf dem Laufenden wissen, wir sehen uns dann gleich drinnen, Boys. So, Boys, live von der Dreamhack jetzt. Ich fange immer wieder mit Boys an, das ist geil. Ja, ich bin jetzt gerade hier rein. Die Leute sind auch sehr ungeplant hier, aber naja, wenn ich kein Schwedisch spreche, habe ich die Fresse zu halten, oder? Das Englisch ist auch ein Bruch, aber es geht. Jetzt sind wir gerade hier drin, ist noch nicht viel los. Wir gucken uns jetzt alles an. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Halle ich habe. Da stand in der E-Mail drin, aber ich kann die E-Mail nicht mehr finden. Ich habe gestern schon geguckt. Hier gibt es eine Dreamhack Store. Und hier ist die Information. Ich glaube, ich werde da einfach mal nachfragen, bevor ich mir jetzt einen Wolf suche. Allerdings haben wir auch noch übel viel Zeit. Wir haben jetzt erst 8 Uhr und wir fangen um 12 an zu spielen. Um 10 ist, also sollten wir spätestens da sein. Dann haben wir noch 2 Practice-Matches. Dann kommt das Tournament. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, Boys. Ne? In dem Sinne, seid gespannt und bleibt dran. Bin jetzt nur ein paar Meter weiter gegangen. Aber sieht hier schon so geil aus. Ich habe mir gedacht, ich mache nochmal die Kamera an. Riesig, ja. Aber wir sind definitiv in der falschen Halle. Aber es gibt hier Pizza und sowas. Mal gucken, was so geht. Boys. Und hier sind überall Plätze und jeder nimmt seinen Stuhl mit. PC und so, die haben alles dabei. Das ist wahnsinnig geil. Wenn man an 2 Informationen fragen muss, wo H1Z1 ist und sie es dir nicht sagen können, weißt du, dass das Spiel down geht, Digga. Nicht einmal die Dreamhack interessiert dieses Spiel. Es ist lächerlich. Aber ja, Boys. Ich denke, ich weiß, wo es ist. Ich habe es nämlich selber auf dem Plan gesehen. Ich habe nämlich die E-Mail nicht mehr. Ich komme hier erstmal hoch und höre den Dr. Disrespect Song. Und ja, meine Freunde, die nächste Filmung gibt es dann aus dem Age und Simon Bereich. Okay, Boys, hier ist auch schon wieder so dunkel, aber wir sind schon mal in der H1 Booth jetzt. Ich habe euch gerade so eine Rundumfilmung gemacht, ich hoffe, ich schneide das rein. Da oben spielen wir später, ja. Da sind überall PCs aufgebaut. Ich hoffe, man sieht überhaupt was, es ist mega dunkel hier. Um 10 Uhr können wir uns anmelden und dann mal gucken, die Caster sitzen da drüben. Ja, da sitzen die Caster. Wir sitzen jetzt gerade hier, es sind schon ein paar Leute da, noch nicht viele. Und ja, mal schauen, Girlfox und so kommen dann auch noch. Mal gucken, wer noch so alles kommt, was hier los ist. Also viele VR-Plätze haben wir nicht. Wir sind in einer Halle, wo auch Counter-Strike ist. Aber auch Quake ist hier. Boah, es ist so scheiße dunkel. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was, Alter.
der Moment, wenn man sich fragt, ob das Bildmaterial überhaupt sichtbar ist. Eventuell mache ich das gleiche Video nachher nochmal, nur im Hellen. Okay Jungs, wir sitzen jetzt hier mit Maiken. Oh yo, dude, what is this? That's my Vlog cam. It's fucking lame. Are you recording with this? Yeah, I'm recording. That's like, I bought this camera last year at Gamescom for like 300 bucks or something, I don't know, 300 euros. And now they stopped to sell it and the price goes up to 1k. Really? Yeah. Fucking a lucky guy. That's pretty lucky, yeah. Lucky guy. Look at the view. It's a really good camera. It's like the fisheye. Yeah, it's comfy though. It's like, it's small, dude. And you can change like the thing. Or you can clip it. It's fucking big. What like quality is it? It's like 60 FPS. It's full HD 60 FPS, yeah. And it's pretty small, so you have a little case. Yeah, you can just bring it anywhere. Before, like, even anyone notices. Anywhere. You can go like low-key fucking recording everything. Ja, wir sitzen jetzt hier gerade und haben unsere Settings eingestellt. Wir sitzen ganz oben. Und es ist mega halt. You can, yeah, this thing you can change, but the other thing not. Yeah. Well, this thing is not like I don't care about this thing. I care about this thing. Yeah, that's pretty bad. Er hat die Dinger am falschen Arm, da wo die Maus ist halt. Ne? So, ich hab meine Maus jetzt nicht. Aber ja, die View ist geil. Ja, Boys, da bin ich. Wir haben die Spiele jetzt gefinished. Das erste Spiel war ganz gut, ja, da bin ich irgendwie 18. geworden, glaube ich. Das zweite Spiel wurde ich, keine Ahnung, 32. oder so, also hat nicht gereicht. Und ja, I don't know. Das Level, auf dem ich enttäuscht bin, lässt sich nicht in Worte fassen. So, das ist so eine Selbstenttäuschung, die ist krass. Ich meine, eigentlich bin ich nicht schlecht platziert, wenn man überlegt, was da alles mitspielt, so, wer alles hinter mir ist, ja. Aber es fühlt sich an, als wäre ich letzter geworden, keine Ahnung. Am liebsten, ja, würde ich jetzt einfach nach Hause fahren. Kein Bock mehr. Einfach weg hier. Ja. Aber naja, Boys. Wir bleiben den Rest der Tage noch hier, gucken, was so geht. Und ja, in dem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden. Yo, Boys. Wie ihr vielleicht schon im Hintergrund seht, bin ich jetzt gerade in der Twitch Lounge. Die ist immer sehr geil, wir können hier sitzen. Ne? Da sind so Fernseher, Playstation, wo man spielen könnte. Da hinten sind so Tischtennisplatten, so den ganzen Weg dann entlang. Da gibt es alles ganz viel, was man tun kann und so. Hinter mir sind Sitzsäcke, es gibt gratis Buffet. Ja. Dann gibt es gratis Drinks da hinten noch. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt vorhin was gegessen, bisschen was getrunken, bin hierher gekommen, sehe dann erstmal Soda Poppin, wie er mit Legendary Lee Tischtennis spielt. Und ja, I don't know. Ich sitze jetzt hier. Gerade in meinem Depri-Modus, weil ich einfach kein anderes Gefühl habe. Als hätte ich mich selbst enttäuscht, so wisst ihr, so keine Ahnung. Es war so, hätte ich eine Sekunde schneller reagiert oder aufgepasst, dann hätte ich die Shots nicht kassiert und hätte was Besseres machen können, weißt du? Eine falsche Entscheidung, das war's. RIP 30.000 Euro halt, ne? Keine Ahnung, also 30.000 Dollar, aber... Ja, I don't know. Ist hart. Aber trotz alledem, ich müsste irgendwo im Top-30er-Bereich sein, ich glaube 23er oder sowas. Die Listen sind nämlich aktuell, mal gucken, wo ich dann im Endeffekt gelandet bin, wenn ich irgendwo 21er bin oder sowas. Ich glaube, dann beende ich einfach mein Leben, Alter. Wirklich, das ist dann keine Ahnung. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich hier der einzige Deutsche bin. Hier spricht sonst keiner Deutsch, glaube ich. Gray Fox sitzt in der Player Lounge, weil er gleich spielen muss. Ich lade gerade mein Handy auf, das liegt da vorne. Und ja, sobald das dann aufgeladen ist, gehe ich auch wieder rüber in die H1 Lounge. So lange sitze ich jetzt hier und mache mir eine schöne Zeit in der Twitch Lounge. Ja. Traurig. Okay, Boys. Wir sitzen jetzt gerade hier in der Bar. Immer noch, ja. Im Old Larry's. Ich sitze hier mit ein paar Schweden, die ich gerade kennengelernt habe. Die Typen sind super, ja. Ich liebe sie. Absolute super Kerle. Ja, ist ziemlich chillig hier die Bar. Ist viel los. Ich kann euch das mal zeigen. Like Shurima, Wizard und so stehen auch hier rum.
Und ja, I just meet some Swedish friends. You just recording? That's for YouTube, yeah. That's recording. Exactly. Like this guy? So you see, they're awesome. Und der Flamhopper ist auch hier. Der ist aber gerade auf Toilette. Und der Chill ist auch hier, trinken was. Wir haben guten Abend. So, Boys. Die Stimme ist schon halb weg. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch hören. Wir sind jetzt gerade in der nächsten Bar. Es ist immer noch derselbe Abend. Das ist immer noch der erste Dreamhack-Tag. Wir sind hier mit Pineapples. Der steht da hinten. Dann haben wir Prodigy Aces hier noch. Da hinten ist Linden. Flamhopper ist auch noch hier. Also die ganze H1-Community, alle versammelt. Alles ziemlich nice Leute auf jeden Fall. Ja, ich sitze hier und trinke hier. Beziehungsweise stehe hier, ja. Und wie gesagt, meine Stimme ist schon ziemlich. Wenn ich die ganze Zeit rumschreien muss, ja, Tim ist auch da. Ja, kommt gerade auf mich zu. It was good. Und it was good, ja. Also, wie ihr gehört habt. Also, wir lassen jetzt den Abend ausklingen. Hallo. Denn zu verlieren haben wir jetzt nichts mehr, ne? Aufs Schlechtsein, Digga. Ab jetzt kannst du noch. Betrunken in Schweden. Mit Linden. Pineapples, Flamehopper. Und mir. Wir stehen hier und reden darüber, dass Linden sich von immer eigentlich gleich den Schwanz holt. Ja, das putte ich nicht ins Video. Ja, Boys. But I chugged by myself because you took too long because I was near leaving. So I downed one and then you see me on. Also Boys, wir haben jetzt 3 Uhr. Ja, ich bin immer noch in Schweden. Wie man sieht. Und ja, ich komme jetzt gerade aus der letzten Bar, wo wir waren. Wir waren jetzt in 3 verschiedenen, glaube ich. Wir haben uns gerade alle verabschiedet hier mit Pineapples, Flamehopper, Linden. Wir waren noch. Pixie dabei. Ich weiß noch nicht bei ihr auf dem Stream, vielleicht kennt ihr sie. Wer war noch? Aladdin war dabei. Ach, so viele, keine Ahnung. Also heute waren echt viele da. Wir haben übel viel mit Prodigy Aces gequatscht. Ich muss jetzt noch eine halbe Stunde nach Hause laufen. Und wieder nehme ich im Dunkeln auf. Und ja. Schweden ist ziemlich kalt. Und ich glaube, ich muss da runter. Aber ich weiß es nicht. Ja, vielleicht nehme ich mir gleich ein Taxi. I don't know. Das Problem ist, mein Handy ist leer. Und ich habe keine Ahnung. Ich muss hier hoch. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Da fährt ein Taxi, RIP. Ja, keine Ahnung, wir finden das schon. Ja. Ich filme momentan so viel, dass ich am Überlegen bin, ob ich 2 Vlogs mache. Aber das Problem ist, es ist alles so dunkel. Schweden ist einfach dunkel den ganzen Tag. Hier ist kein Licht, nichts. Ja. Also, wir sehen uns morgen. Eventuell nehme ich gleich nochmal im Hotel auf. Aber ich denke nicht. In dem Sinne. Peace. Der nächste Tag, meine Freunde. Wir sind alle hyped. Ich bin heute ein bisschen später hier als gestern. Man sieht das auch schon wesentlich voller. Aber wieder derselbe Eingang. Es war eine lange Nacht gestern, wie ihr vermutlich schon gesehen habt. Ich werde jetzt, glaube ich, mir erstmal was zu futtern suchen. Denn ich habe noch nicht gefrühstückt, ich bin direkt hergefahren. Dann gucken wir mal, was ich machen will, wa? Buss!
nächster Tag. Wir sitzen jetzt hier in der Runde, ganz gemütlich, in der H5R-Lobby. Und jetzt gleich sind die Teamgames dran. Ich drücke auf jeden Fall allen den Daumen. Ich weiß gar nicht, für wen ich bin, weil, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Teams, die sind alle korrekt. Aber ja, ich bin für ein gutes Gameplay. Das Licht hier ist ziemlich scheiße, weil es rot ist. Und meine schwedischen Freunde sind mit dabei. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Hallo. Wir machen das jetzt mal weiter, aber okay. Hi Chad. Ich mache auch viel zu wenig. Viel zu wenig das. Ja, ich versuche viel zu früh. Ich habe gestern habe ich übertrieben viel gefilmt, aber heute ist irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ich habe vorhin noch. Wollen wir auch privat unterwegs sein? Zum Beispiel gestern Abend wäre das die beste Gelegenheit gewesen, um. Ich habe gestern Abend viel gefilmt. Aber ich habe leider den Lachanfall mit Linden nicht drauf, Alter. Boah, ich habe so einen Lachanfall gehabt mit dem, Alter. Holy shit, ey. Das ist nicht runter. Ja, ich habe gerade noch mit dem Joseph geredet. Eventuell kann ich morgen aufrutschen, wenn einer nicht kommt. Wenn einer nicht kommt, dann kann ich wohl den Platz haben. Also muss ich irgendeinen beseitigen. Der sah schwach aus von den Leuten, die schon im Finale sind. Wen muss ich mitbringen? Naja, das ist so der aktuelle Stand. Wir gehen jetzt zur Twitch Lounge. Und der graue Fuchs war noch nicht da. Aber du musst bald dich umbenennen auf Twitch, ne? Warum? Ja, vom Grey Fox Ninja zu Bald Ninja. Oder ich schneide meine Haare drauf. Wie wär's damit? Ja, ich wollte mir sagen, dass du bald keine Haare mehr hast. Nein, weil du alt bist und. Das stimmt nicht, ich bin jetzt schon alt. Älter werde ich nicht mehr. Das stimmt. Wenn ich 30 erreiche, dann fahre ich einfach um auf dem Gaming-Stuhl. Der letzte Connect, Alter. Ich gebe mir den letzten Headshot-Connector. Okay, der zweite Tag neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben gerade noch die Team-Dinger geguckt. World Best Gaming hat eine Runde gewonnen. Grüße an die Jungs auf jeden Fall. War ganz geil. Man hat halt gesehen, wie unbalanced das Game teilweise ist. Da in beiden Runden jeweils am Ende ein Einzelner irgendwie 3 Kills macht gegen ein 5er-Team oder keine Ahnung. Und 80% aller Kills waren halt irgendwie, I don't know, Nate-Kills oder sowas halt, ne? Ich musste halt so lachen, weil einer hinter mir saß und der schreit so, oh, Gun-Kill. Und das ist einfach so wahr. Ich gehe jetzt mal kurz in die Twitch-Partner-Lounge, werde da auf die Toilette gehen. Und ja, dann geht's ins Hotel. Und boah, ich weiß nicht, ob ich dann noch streame, ich habe keine Ahnung. Erstmal gehe ich duschen, nochmal, mir ist warm, ich habe geschwitzt. Und ich glaube, ich muss meine Schuhe hier noch verbrennen, Boys. Ja. Smiling, guys. Video. So, Boys, der letzte Tag. Der kurze Weg nach oben ist leider jetzt geschlossen. Das heißt, ich muss jetzt immer eine lange Runde laufen. Aber das geht schon. Ich bin auch gut müde. Geht kaputt. Es sind anstrengende Tage hier, sehr viel Lauferei. Und ja, mal schauen, was heute so geht. Heute sind die Finals dran. Danach geht es auf eine Twitch-Party. Und nach der Twitch-Party fahre ich schon nach Hause. Also habe ich enorm viel zu tun. Und kein Schlaf mehr auf jeden Fall heute, die letzte Nacht. Vielleicht kann ich später im Flugzeug ein bisschen pennen, aber das war ziemlich eng. Also denke ich ja nicht. Ich werde mir jetzt erstmal was zu Futter organisieren. That was beautiful. That was beautiful. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, was so geht. Und ja, wir sehen uns dann später.
Okay, Boys, letzter Tag, wir sitzen hier drinnen. Ja. I'm recording for YouTube. That's Aladdin. Very nice dude. Und ja, wir sitzen jetzt gerade hier und warten darauf, dass es losgeht. Das rote Licht ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ja, Boys, ich wünsche allen viel Glück. Ich bin der fünfte Backup. Das heißt, wenn jetzt fünf Leute nicht kommen, bin ich dran. Die Chance dafür ist so groß. Aber sie ist da, also was soll's. Ich bin auf jeden Fall ready für die Finals, auch wenn ich nicht viel gepennt habe. Aber es ist auf jeden Fall weniger los als die letzten Tage hier, wenn man mal so reinguckt. Es ist aber auch noch sehr früh, also ich weiß nicht, ob man Finals um 10 Uhr morgens spielt, so keine Ahnung. Ja, ich wünsche allen viel Glück und bin gespannt aufs Match. Ihr seht es vermutlich schon auf Twitch. Boys, die Solo-Finals sind vorbei. Wavefox und ich sitzen hier jetzt. Er ist ein Gangster, er trägt eine Mütze. Ja, keine Ahnung, was ich sagen soll, Alter. Es ist unglaublich, ja. Oliver, 2 Games in Folge gewonnen, 16 Kills gemacht. Das ist holy shit, Boys. Ja, wirklich, das ist schon nicht mehr gut. Das ist keine Ahnung, Alter. Aber ich bin nicht mehr traurig, jetzt jedes Mal, wo ich gegen ihn gestorben bin, irgendwie ein Revenge oder so. Es ist okay. Ja, keine Ahnung, wir sitzen jetzt hier, gucken uns gleich die Dings an, die Teamgames noch. Danach werde ich dann irgendwann was essen gehen, glaube ich. Ja, dann mal schauen, was der Tag noch so bringt, denn wir haben, ja, I don't know, ich weiß nicht, um 21 Uhr fängt die Twitch-Party an, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, wir bringen uns da um, Alter. Ich hasse diese Werbung. Okay, Boys. Sag das immer wieder, ich weiß, ja. Aber für euch sind das immer nur eine Sekunde, halbe Sekunde. Für mich ist das immer ein paar Stunden. Der Tag ist schon wieder vorbei, wie ihr seht. Ja, es ist schon wieder dunkel draußen. Ich bin jetzt an der Twitch-Aftershow-Party. Ich werde direkt nach der Party nach Deutschland zurückfahren. Ich kann euch das hier eben einmal zeigen. Ja, hier ist schon alles lila wieder. Wie immer. Ich bin zu früh da. Aber ich hatte keinen Bock, mich jetzt im Hotel auszuruhen, dann runterzukommen und dann nochmal los. Boah, ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Also ich muss mich mal so zum Licht wenden. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was alles kommt. Die ersten 350 kriegen auf jeden Fall ein Geschenk. Wer weiß, was es ist. Es sind nur Twitch-Partner eingeladen. Wir haben vorher so ein Band bekommen. Ja, so ein goldenes. Damit die sehen, dass wir das sind. Und ja, ich bin hyped auf jeden Fall darauf. Und hoffe, dass das ein cooles Event wird. Ich werde jetzt hier bleiben bis... Ich weiß nicht, gegen 2, glaube ich, hau ich ab. Dann fahre ich nach Hause und werde mir dann auf jeden Fall den Bus packen und ab zur Dings. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich halte euch einfach mal dahin. Ja, da vorne sind Kerzen aufgestellt, den ganzen Weg lang. Ja, ich bin gespannt, Boys. In dem Sinne sehen wir uns gleich. Okay, Boys, wir sind drinnen. Ich habe schon ein paar nette Streamer kennengelernt. Sieht auf jeden Fall super aus hier. Und Twitch, meine Freunde, ja. Wir haben hier, also ich bin noch einer der kleinsten Streamer hier. Ich bin wahnsinnig klein im Gegensatz zu den anderen. Die sind alle über 80.000 Follower, was weiß ich. Mal gucken, was noch so geht. Sind auf jeden Fall sehr coole Leute hier. Und ja, wir genießen jetzt den Abend. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. So, Boys, meine Stimme ist gefickt. Ja, daran merkt man, dass ich feiern war. Ich habe viel getrunken. War ganz cool. Wir haben etliches for free bekommen. Und ich habe ganz, ganz viele coole Leute kennengelernt. Ja, es ist keine Ahnung. Ich will gar keinen anfangen zu nennen, weil die alle echt geil waren. Und ja, ich muss jetzt ins Hotel zurück, meine Sachen packen und dann den Flieger nehmen. Ich bin jetzt schon ewig lange wach und habe gar keinen Bock zu fliegen. Und bin erst in 10 Stunden wieder zurück zu Hause. Also noch einiges zu tun bis dahin. Ja, ich denke, wir sehen uns dann am Flughafen oder so, ja. Ja, das war der Punkt, als die Krankheit richtig losging. Das war nicht, weil ich zu viel rumgeschrien habe.
sondern einfach, weil ich krank wurde und ich bin immer noch krank, deswegen habe ich auch nichts mehr aufgenommen. Ich habe Fieber gehabt auf dem Weg nach Hause, mir ging es richtig, richtig schlecht. Ich bin im Auto fast ohnmächtig geworden, einfach weil es zu viel war für den Körper. Über 30 Stunden wach, Fieber, Alkohol, keine Ahnung, es war, keine Ahnung. Es kam auf einmal, also wirklich innerhalb vom Stundentakt, wurde es immer schlimmer. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Vlog, dass es auch nicht zu lang ist. Und wenn ihr es bis hierhin geguckt habt, dann lasst doch mal einen Hashtag SinoArmy in den Kommentaren, damit ich sehe, dass ich mir die ganze Arbeit nicht umsonst gemacht habe. Ich hoffe, euch hat der Cut gefallen und der kleine Trip nach Schweden. Und ja, meine Freunde, in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Oder? Oh no.